In unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources sprechen wir heute über den Bereich Hochschule und den Bereich wollen wir beleuchten aus der Sicht von Politik und Administration. Administration ist so ein Wort, das ich gewählt habe aus Hilflosigkeit, weil da viel drunter fällt, was Politik, was Ministerien, Behörden, Verwaltung angeht. Und da haben wir im Deutschen irgendwie noch kein so elegantes Wort oben drüber, aber aus Sicht der Rahmensetzer, würde ich mal sagen. Also diejenigen, die für die Ausgangs- und Rahmenbedingungen zuständig sind. Wir sitzen in Hannover und haben zwei kompetente Gesprächspartner mit am Tisch. Das eine ist Dr. Dominik Ohr, der halb für die OECD tätig ist, halb hier in Hannover am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Wird er gleich nochmal etwas für uns aufschlüsseln, wie diese Zweiteilung aus Hannover und Paris in der Praxis aussehen kann. Außerdem mit am Tisch Regierungsdirektor Tobias Müller-Walsdorf, der hier im Ministerium für Wissenschaft und Kultur zuständig ist, als Referent für wissenschaftliche Bibliotheken, E-Learning und Multimedia für einen ganz großen Bereich, der wahrscheinlich so die Schnittstellen zwischen digitalem Wandel und Bildungswelt markiert. Mögen Sie sich Ihre Tätigkeit und vor allem Ihren Kontext zu OER noch kurz nacheinander vorstellen? Vielleicht Herr Ohr mit Ihnen beginnt. Ja, mein Name ist Dominik Ohr. Also ich beschäftige mich nur seit 15 Monaten mit dem Thema OER und überhaupt mit der Fragestellung der Digitalisierung der Lehre. Ich habe mich bisher die letzten 12 Jahre mit alle möglichen Themen im Hochschulbereich beschäftigt. Meistens ging es um Rahmenbedingungen, um Steuerung durch die Politik etc. Aber ich habe mich auch sehr interessiert für den Inhalt der Bildung. Und daher war ich sehr froh, die Möglichkeit zu haben, im Auftrag der OECD mich mit der OER zu beschäftigen. Auch bei der OECD, wir haben uns über die letzten 8 Jahre oder mehr mit OER beschäftigt. Wir sind sehr interessiert am OER, weil wir uns interessieren für Innovation und alle möglichen Verbesserungen im Bildungsbereich. Und wir sind davon überzeugt, dass OER einen großen Beitrag dazu leisten kann. Interessant ist vielleicht, dass wir eine Publikation in 2007 gemacht haben. Das hieß Giving Knowledge Away for Free. Insofern waren wir eigentlich sehr fokussiert auf diese Idee, gute Bildungsmaterien. Und jetzt aber in dem aktuellen Bericht, den ich verfasse, wir beschäftigen uns eigentlich ein bisschen mehr mit OER im Kontext des gesamten Bildungsgeschehens. Das finden wir eigentlich interessanter jetzt. Wir gehen nicht davon aus, dass OER alles Mögliche dann verändert, sondern wir wollen sehen, welcher Platz kann OER im gesamten Bildungskontext einnehmen. Vielleicht als kurze Metainformation, wir sind jetzt gerade Anfang 2015, der Bericht erscheint, glaube ich, Mitte 2015, ist ja angekündigt. Okay. Insofern, wenn man es hört, vielleicht kann man ihn dann schon finden. Steht der Name schon fest? Der Name wird wahrscheinlich heißen OER as a Catalyst for Innovation in Education, Evidence of Impacts and Remaining Challenges. Wir können es auch nachträglich verlinken. Ich würde gerne die dritte Person am Tisch mit ins Gespräch holen, Herr Müller-Walsdorf. Was macht Ihre Arbeit aus und speziell im Kontext zu OER? Ja, mein Name ist Tobias Müller-Walsdorf. Ich bin hier im Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen in der Abteilung für Forschung als stellvertretender Referatsleiter zuständig für den Bereich Medien in Forschung und Lehre unter anderem. Das sind klassische Bibliotheksthemen, aber eben auch natürlich in den Jahren, ich bin jetzt seit 7 Jahren hier, immer mehr Dinge, die mit neuen Medien zu tun haben, die mit der Elektrifizierung der Bildung und der digitalen Transformation in Forschung und Lehre zu tun haben und damit natürlich auch mit Fragestellungen des Contents. Und in dem Bereich ist OER, denke ich, zu verorten. Ich bin auch Mitglied in der Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz, die derzeit eine Empfehlung für die Länder und den Bund erarbeitet bezüglich der Chancen und Potenziale von OER. Auch das werden wir unter dem Podcast verlinken. Ich starte mal mit einer ganz allgemeinen Frage, bevor wir nochmal speziell auf die Perspektiven, die Sie aus beruflicher Sicht darauf haben, von das Fortsetzen. Ist 2015, zumindest Anfang 2015, OER ein Hype-Thema in Deutschland? Ist das etwas, wo ganz viel darüber diskutiert wird, was aber vielleicht in der Praxis gar keine große Rolle spielt?
Ich denke nicht, dass OER ein Hype-Thema ist. Also aus meiner Sicht nicht. Ich bin auch vielleicht nicht so nah an die Diskussionen in Deutschland, wo es um die Lehre geht, um die Digitalisierung geht. Aber ich kann sagen, ich arbeite ja in einem Forschungsinstitut, wo wir sind 90 Forscher, die uns beschäftigen mit dem Hochschulbereich. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der wirklich überhaupt weiß, was OER bedeutet. Insofern, ich glaube nicht, dass es ein Hype-Thema ist in dem Sinne, dass alle darüber reden, dass viele Leute eine Meinung dazu haben. Ich denke, es ist eher ein Expertenthema. Ja, also ich kann, denke ich, sprechen für den Hochschulbereich und den Weiterbildungsbereich, weil das sind die Themen, die hier verortet sind. Ich würde sagen, ja, dass die Terminologie Open Educational Resources, die ist im Moment ein Thema, was neu auf der Agenda ist, ganz sicher, und auch unter dem Begriff immer mehr und mehr zu finden ist, auch über die Fachpublikation hinaus als Begrifflichkeit auftaucht. Trotzdem würde ich auch sagen, viele Hochschullehrenden und das ist sicherlich auch die meisten Dozenten, Dozentinnen der Erwachsenenbildung kennen diesen Begriff nicht. Die haben das noch nicht gehört. Die Sache als solche, Bildungsmaterialien selber zu erstellen und vielleicht auch weiterzugeben, ist so neu ja gar nicht. Also ich bin im Kontext E-Learning seit über 10 Jahren tätig, im Hochschulbereich. Und da ist natürlich die Content-Erstellung immer schon ein Thema gewesen. In der Hochschulwelt ist Open Access eine große Thematik. Das heißt, ich denke, vielen Hochschullehrenden ist der Begriff OER erstmal nicht präsent, aber wenn man dann erklärt, worum es geht, dann haben Sie wahrscheinlich schon den einen oder anderen Anknüpfungspunkt zu Ihren Tätigkeiten. Wenn ich dazu was sagen kann, ich wollte auch eben auch das Thema ein bisschen aufnehmen. Also die eine Seite ist die Diskussion über OER, und die andere Seite ist die Praxis, die es sowieso gibt. Also ich bin eben auch überzeugt, dass viele Leute, viele Dozenten, viele Lehrende auch Materien von Dritten verwenden. Nur das Problem häufig ist, weil es keine Kenntnisse über OER gibt oder weil nämlich diese Frage der Lizenzierung häufig unklar ist, das ist vielleicht so eine graue Praxis. Und ich finde, das ist auch der Grund, warum man sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen muss, weil wir wollen es aus der Graue rausnehmen. In das Licht. Ins Weiße, nicht ins Schwarze. Könnte man ja bei Grau auch. Es gibt ja zwei Richtungen. Ich würde dann noch einmal nach Ihrer Einschätzung fragen, nach der Einordnung in die internationale Debatte. Ich mache mal zugespitzt eine These und Sie widersprechen oder korrigieren. Mir scheint es manchmal, als hätte man in Deutschland 10 Jahre die Diskussion, vielleicht gibt es ein paar Pioniere, die Sie verfolgt haben, aber größtenteils eigentlich verschlafen und jetzt seit, sagen wir, 2, 3 Jahren eigentlich auf der Überholspur versucht, das aufzuholen und in die internationale Debatte einzusteigen, teilweise auch schon ja Fortschritte, deutliche Fortschritte zu machen. Ich denke, das Papier von KMK und Bund wird ja sicher auch ein Meilenstein sein in der Diskussion. Ist das so oder täuscht die Wahrnehmung durch die gerade 2014, 2015 umfangreichen Aktivitäten? Also wir haben uns in der KMK-Arbeitsgruppe ja auch verschiedene Initiativen anderer Länder in Europa, aber auch in Amerika angeschaut. Und das muss man natürlich differenziert betrachten. Also die Gründe, warum es zu größeren auch Förderinitiativen im Bereich OER kam, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das lässt sich erstmal nicht 1:1 auf Deutschland übertragen. Dann muss man auch bedenken, also dass aus meiner Einschätzung im E-Learning-Bereich vieles zu früh versucht wurde, wo die Technik soweit noch nicht war. Also wir haben vor über 10 Jahren in Niedersachsen auch angefangen, groß E-Learning zu fördern. Und wenn man sich mal zurückerinnert, wie vor 10 Jahren die Technik aussah, um in einem Hörsaal eine Vorlesung aufzuzeichnen oder eben Materialien bereitzustellen, nachzubearbeiten, dann hat sich das natürlich enorm verändert. Das zeigt auch hier diese Podcast-Situation, dass natürlich heutzutage das mit viel, viel einfacheren Techniken möglich ist. Das heißt, vieles kam zu früh. Oder andersrum gesagt, die Technik, auch die Entwicklung des Internets ist jetzt in ein so weit und so fortgeschritten, dass vieles einfacher geworden ist und sich diese Frage des Teilens von Lehr-Lern-Content ganz anders stellt als, sagen wir mal, vor 5 oder 10 Jahren.
Ich finde, ich wollte in eine ähnliche Weise auch antworten. Ich finde, es kann sein, dass man international seit 10 Jahren über OER gesprochen hat. Ich habe aber nicht das Gefühl, wenn ich die Praxis in viele Ländern anschaue, dass seit 10 Jahren irgendwelches Land konsequent OER gefördert und in der Praxis verwendet hat. Häufig sind das einzelne Personen, einzelne Gruppen von Personen oder bestimmte Institutionen. Sailor Academy wäre zum Beispiel eine Organisation, die es schon länger gibt, die eben wirklich mit OER konsequent arbeitet. Aber so die Idee, dass Deutschland etwas nachholen muss in dem Sinne, würde ich schon widersprechen. Ich denke, der andere Punkt, und deswegen finde ich die Debatte OER besonders interessant jetzt, ist, jetzt ist die internationale Debatte auch nicht über OER als eine Technologie, sondern OER als ein Beitrag zur Verbesserung von Lehrenden Lernen. Es ist ein bisschen weg von dieser Idee, die auch E-Learning ein bisschen belastet worden mit der E-Learning belastet worden ist, nämlich Technology first. Erstmal die Technologie und dann wird alles auch besser. Insofern eigentlich ist die Debatte eher zum Beispiel fokussiert auf studienzentriertes Lernen und was OER und auch andere Reformen dazu beitragen können. Und insofern diese Idee, dass Deutschland vielleicht andere Länder einholen kann, das verbindet sich, finde ich, mit diesem Verständnis, dass es jetzt nicht allein um OER geht. Es geht darum, um eigentlich eine Debatte zur Verbesserung der Lehre. Und das ist eine Debatte, die wiederum zum Teil schwierig ist in Deutschland im Hochschulbereich. Ich finde auch, dass der Stifterverband hat auch sehr viel in dem Bereich auch geleistet, dass es versucht hat, klarzumachen, dass man wirklich die Lehre im Hochschulbereich verbessern muss. Und insofern, wenn man das dann verbindet mit OER, das ist die aktuelle Debatte, glaube ich, in alle Länder. Ja, also da würde ich voll zustimmen. Es geht letztlich um Qualitätsverbesserung in der Lehre und elektronische Lehr-Lern-Ressourcen. E-Learning ist ein Baustein einer Qualitätsverbesserung in der Lehre und ein Baustein vom E-Learning sind eben frei zugängliche Bildungsmedien. Ich denke, in dem Zusammenhang ist das zu sehen. OER kann auch aus meiner Sicht kein Selbstzweck sein, sondern es ist auch sehr abhängig davon, von unterschiedlichen Bildungsszenarien, wo es sinnvoll ist, dieses einzusetzen, wo die Vorteile, eventuelle Nachteile überwiegen. Natürlich gibt es im OER-Kontext auch Punkte, die sehr kontrovers diskutiert werden. Qualitätssicherung ist so eines der Schlagworte, natürlich. Das heißt, das muss ein Baustein sein der Qualitätsverbesserung der Lehre. Da kann es aber an vielen Stellen, nämlich genau aus diesem Grund der Nachnutzung und Zweitverwertung, sage ich mal, kann es ein sehr guter Baustein der Qualitätsverbesserung der Lehre sein. Lassen wir uns genau an den Punkt weitermachen. Also inwiefern kann OER welche Dimensionen von Lehre verbessern oder einen Beitrag leisten? Das Verbessern hört sich immer so an, als müsste nur man an einer Stellschraube drehen. Aber wie kann der Beitrag von OER aussehen, ist vielleicht die bessere Frage. Das, was mich interessiert an OER, ist, dass es wirklich erlaubt, eine gewisse Bricolage, könnte man sagen. Also, dass man einfach OER verwendet, um verschiedene Bildungsinhalte einfach zusammenzubringen, um dann was Neues zu machen. Also es ist genau dieser Punkt, dass man eben Bildungsmaterialien produzieren kann, selber machen kann. Man kann sie dann nutzen. Aber das Interessante ist dann wirklich diese Zweitverwertung. Und diese Zweitverwertung kann auf der einen Seite, es könnte ja relativ passiv sein, in dem Sinne, ich nehme einfach Bildungsinhalte von jemand anders, ich passe die dann für meinen Kurs an, den ich an der Universität machen will. Was uns interessiert eigentlich ist, wenn das dann weitergeht. Das ist eine Zweitverwertung, ich passe das selber an, ich stelle das dann wiederum nochmal zur Verfügung und die nächste Person hat vielleicht eine noch verbesserte Bildungsmaterial, mit dem sie arbeiten können. Das ist auf der einen Seite und das ist dann so sehr fokussiert auf der
sozusagen der Hochschullehrer auf die Dozenten. Was eben auch interessant ist, ist natürlich, wenn wir über die Lehre an einer Hochschule sprechen, es geht auch darum, dass höheres Lehren ist auch gegenseitiges Lehren und gegenseitiges Lernen. Und die Idee, dass auch Studierende auch Inhalte anpassen können und dann miteinander verteilen, miteinander teilen können und vielleicht dann im Gespräch vielleicht die Unterschiede zwischen dem, was sie gemacht haben und was andere daraus gemacht haben, vielleicht diskutieren können. Das ist wirklich das, was OER besonders interessant macht. Die Frage für uns in meinem Bericht und bei der OECD ist nämlich, wie viel passiert das wirklich? Also wie viel passiert das wirklich mit der Zweitverwertung und vor allem nicht mit dieser passive Zweitverwertung? Ich rezipiere was und verwende das und das war's, sondern ich teile das dann nochmal. Das ist, wenn man das hat, dann hat man wirklich eine Verbesserung der Lehre, glaube ich, erreicht. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage an der Stelle. Mein erster Eindruck war ja jetzt die Frage, ob das wirklich schon passiert, diese zweite, dritte Stufe, ist im Moment relativ schnell beantwortet mit nicht nennenswert, oder? Also Mike Caulfield hat, glaube ich, vor 2 Jahren mal in seinem Blog geschrieben, Production is sexy, reuse is not. Wir haben versucht in dem Bericht von der OECD, wir haben versucht uns genau mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil man liest sehr viel darüber, dass es diese zweite oder dritte oder vierte Verwertung geben soll. Es gibt diese Idee von einem verlängerten Lebenszyklus und erst dann ist OER wirklich interessant. Und ich würde sagen, der Hauptpunkt ist, niemand wirklich weiß, ob das geschieht. Und ein Grund dafür ist, dass die Forschung, die sich damit beschäftigt im Moment, ist meines Erachtens nicht tiefgehend genug. Das hängt auch damit zusammen, dass es zu wenig qualitative Forschung gibt über die Nutzung von Bildungsinhalte in dieser Weise. Es gibt sehr viele kurze Befragungen. Häufig sind das Befragungen von sehr wenig Leute, aber das Problem ist bei Befragungen, das sind immer geschlossene Fragen, die geschlossene Antworten verlangen. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich schon ganz feste Theorien hat, über wie genau Sachen verwendet werden. Und da, glaube ich, wissen wir einfach zu wenig. Also wir brauchen viel mehr qualitative Forschung, um wirklich das zu verstehen. Also ich würde sagen, das Problem ist gar nicht neu. Also wir haben in Niedersachsen vor 10 Jahren begonnen, sehr intensiv die E-Learning-Infrastruktur der Hochschulen zu fördern, mit über 20 Millionen in der Summe, haben eine sehr, sehr moderne E-Learning-Infrastruktur in den Hochschulen aufgebaut, in Niedersachsen auch eine sehr hohe Vernetzung, Kooperation, das E-Learning-Netzwerk der niedersächsischen Hochschulen. Haben da viel erreicht, aber was wirklich schwierig war, war immer die Nachnutzung und Weiterverwendung von erstelltem Content. Da sagte mal jemand, das ist wie die Zahnbürste des Kollegen, das nutzt man als Dozent nicht gerne. Das ist vielleicht die eine Erkenntnis, dass es wirklich nicht einfach ist, ob es jetzt um freie Bildungsmedien geht oder um lizenzierbare oder wie auch immer. Das Problem ist immer das Gleiche, das ist nicht einfach. Andererseits zeigt die Erfahrung der letzten 10 Jahre auch, dass es in manchen Bereichen leichter ist als in anderen. Also beispielsweise sehr, sehr spezielle Themen zu fördern, also Orchideenfächer, sehr, sehr spezielle Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen und dann zu hoffen, dass diese nachgenutzt werden. Das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man jetzt vielleicht in den Bereich der allgemeinen Einführung der Schlüsselkompetenzen oder dieser Dinge geht. Also das ist schon eine Erkenntnis. Trotzdem ist das sehr schwer, diesen Gedanken zu entwickeln. Man kann etwas nachnutzen vom Kollegen, das wird auch noch brauchen. Ich persönlich sehe viel Chancen für OER in den Übergängen der Bildungslandschaft, also Übergang Schule, Hochschule, Hochschule, berufliche Bildung, Hochschule, Weiterbildung, lebenslanges Lernen, weil man sich doch sehr gut vorstellen könnte, Lehr-Lernmaterialien aus dem einen Bildungsbereich zu nehmen und in einem anderen zu nutzen. Und der Übergang Hochschule, lebenslanges Lernen, Hochschule, Weiterbildung ist ja ein Thema, was sehr stark derzeit diskutiert wird, die Öffnung der Hochschule, der Abbau von Hürden in der Bildungslandschaft. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das OER-Konzept an diesen Übergängen platziert. Ich will nicht zu früh aufhören, nach den Potenzialen zu fragen.
auch wenn wir gleich auch nochmal auf die anderen Aspekte zu sprechen kommen sollen. Haben Sie noch was, wo Sie sagen würden, das ist auch eines der großen Potenziale? Potenzial ist ja das OER-Schlagwort schlechthin. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir einfach noch nicht wissen, ob das Reuse tatsächlich groß passiert. Also vielleicht wird man später mal sagen, ja, 2015 waren wir ja noch in den Kinderschuhen. Es war noch ganz früh, es gab noch gar keine kritische Masse, keine Bekanntheit. Also ich finde, also das ist vielleicht dann wieder eine Sicht aus dem Administrativen, aus der Verwaltung. Man muss bei allen Dingen schauen, übersteigen oder übertreffen die Vorteile, die Nachteile und wo sind die Chancen für eine Thematik. Und trotzdem kann man sagen, wenn man sich die Entwicklung der digitalen Medien in der Lehre anschaut, dass es einfach Realität werden wird. Man kann auch sagen, ob es jetzt Vorteile oder Nachteile bringt, es wird einfach die Realität werden, dass elektronische Materialien immer mehr in der Lehre eingesetzt werden und damit auch der Anteil von freien Bildungsmedien steigen wird. Das wird einfach Fakt sein. Das ist sozusagen die Rolle einer Hochschule oder auch der ministeriellen Verwaltung zu schauen, wie man die Rahmenbedingungen dafür schafft. Aber es wird einfach sich natürlich, wir werden das Internet nicht wieder abschaffen, es wird sich selbstverständlich in diese Richtung entwickeln. Der Erfolg von Wikipedia zeigt, dass ein großes Interesse daran besteht, gemeinsam an Informationen zu arbeiten. Wir müssen schauen, dass wir die rechtlichen Bedingungen klar haben, weil das ist wahrscheinlich auch eines der Hemmnisse. Aber ganz sicher, Vor- oder Nachteile abgewogen, wird es einfach einen Anstieg von OER-Materialien geben. Ganz sicher. Also ich bin auch Ihrer Meinung, dass es zum Teil jetzt schon gängige Praxis ist, bloß wir sehen das nicht. Und es wird auf jeden Fall es wird auf jeden Fall normale Praxis sein, dass diese digitale Welt einfach vor allem in die Hochschulen sich widerspiegelt. Bei den Schulen ist das ein bisschen anders. Vielleicht sind die Rahmenbedingungen da wichtiger in gewisser Weise, weil die Rahmenbedingungen können auch gegebenenfalls mehr eingrenzen als im Hochschulbereich. Im Hochschulbereich sind die Akteure, also die Hochschulen und auch die Dozenten sozusagen ein bisschen freier, ein bisschen autonomer. Ich glaube, das, was mich interessiert, ist, dass die Politik muss überlegen, wie kann sie diese Praxis befördern. Und das ist, glaube ich, wirklich die große Problematik. Es ist, wie Sie sagen, man kann auch die ganze Infrastruktur auch bereitstellen. Das Problem ist zu überlegen, wie können wir das ermöglichen, dass die Lehrenden und auch die Studierenden tatsächlich diese neuen Möglichkeiten verwenden. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man sagen muss, der Unterschied zwischen Potenzial und Praxis, dieser Unterschied kann auch die Politik ausmachen, dass die Politik überlegen muss, wo kann sie Sachen verändern, um zumindest diese Praxis zu befördern. Denn häufig ist es ja so, dass auch Hochschullehrenden, die sind auch normale Menschen, die haben auch ihr Alltag an der Universität, die haben Sachen in bestimmter Weise seit Jahren so gemacht. Und wenn jemand sagt, okay, ihr könnt das anders machen, dann überlegen sie erstmal, warum soll ich das anders machen? Und das ist ganz schwer, glaube ich, genau diese Hebel zu finden. In Großbritannien hatten sie die eine Idee, wo sie gesagt haben, also 3 Jahre lang, das war 2009 bis 2012, gab es eine Förderung für sehr viele kleine OER-Projekte. Und die Idee war explizit, dass man nur kleine OER-Projekte fördert, so dass möglichst viele Hochschuldozenten und Akteure im Hochschulbereich damit involviert waren. Die Frage ist aber, okay, jetzt sind wir in 2015. Wie viele von diesen Personen, die damals dann aktiv waren in OER-Projekten, sind immer noch aktiv? Denn in gewisser Weise ist so, dass ein Teil dieser Akteure wurden aktiv, weil sie gesehen haben, das ist ein Projekt, ich bekomme zusätzliche Mittel dafür, ich bekomme Zeit dafür, also deswegen mache ich das. Das Projekt ist dann zu Ende, also gehe ich zur nächsten Sache. Und ich glaube, auch in Großbritannien kann man sehen, ein harter Kern ist auch geblieben. Nur ist es
meines Erachtens immer noch eher nur dieser harte Kern. Und insofern ist es nicht einfach für die Politik, diese Hebel zu finden. Aber das ist, glaube ich, das, wonach wir gerade suchen. Setzen wir doch die Suche ein bisschen fort. Also welche förderlichen Maßnahmen, vielleicht auch welche Hindernisse kann man ausräumen als Politik, als Rahmensetzungsinstitution? Also wie gesagt, OER ist kein Selbstzweck. Also es muss einen Mehrwert haben. Und das heißt, man müsste ausloten, an welchen Stellen denn wirklich das Potenzial besteht, Lehr-Lernmaterialien ein zweites, ein drittes Mal nachzunutzen. Dann muss man eben sagen, dass es natürlich für einen Hochschullehrenden einfacher ist, sage ich mal ganz krass, seinen Foliensatz 10 Jahre lang jedes Semester wieder auf den OWAD-Projektor zu legen. Das ist natürlich viel weniger Arbeit als elektronische Lehr-Lernmaterialien zu erstellen. Das heißt, elektronische Lehr-Lernmaterialien sind aufwendiger in der Erstellung, sicherlich einfacher als vor 10 Jahren. Man braucht jetzt keine Kameraleute mehr, keine aufwendige Schnitttechnik, das geht alles einfacher. Aber trotzdem, elektronische Lehr-Lernmaterialien zu erstellen, ist aufwendiger als konventionelle Lehre. Ja, da sagen wir den Foliensatz oder mit der Kreide an der Tafel. Das ist natürlich aufwendiger. Das heißt, wenn sich ein Hochschullehrer dafür entscheidet, hat er mehr Arbeit. Und was auch als Besonderheit dazu kommt, kann es oftmals nicht alleine machen. Er braucht, sobald er auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzt, oftmals dann weitere Personen, die ihn unterstützen. Das macht es aufwendiger. Dann haben wir sicherlich Personen, die das bereit sind zu tun, weil sie dahinter stehen und sagen, Lehre ist besser, wenn man auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzt. Es gibt aber natürlich auch die, die das nicht so einfach bereit sind. Da könnte man sagen, okay, ist vergleichbar mit der Open Access Welt, wo wir auch sagen, auch im Open Access zu publizieren verursacht Kosten. Viele Hochschulen haben deswegen Open Access Publikationsfonds eingeführt. Wäre eine Überlegung natürlich auch in diese Richtung zu gehen an Hochschulen und zu sagen, wir richten einen Open OER Publikationsfonds oder etwas Ähnliches ein. Das könnte man tun. Aber ob das schon, die Zeit schon reif dafür ist, ob das ein Thema wäre, das vermag ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Aber man kann an vielen Stellen, finde ich, schauen, was passiert an Dingen, die transformativ wirken im Open Access Bereich und was davon könnte man übertragen auf OER. Wir hatten letzte Woche, also das ist Ende Juni 2015, hatten wir ein Policy-Seminar in Paris, wo wir uns mit Policymaker getroffen haben, um über die Debatte zu OER zu sprechen und vor allem zu überlegen, was kann Policy machen. Und das Interessante ist, einmal vielleicht... Das war eine selbstselektierende Gruppe, also die Einladung ging an alle OECD-Mitgliedsländer. Die Vertreter, die kamen zum Seminar, die sehr interessante Projekte vorgestellt haben, kamen alle aus dem Schulbereich. Das finde ich erstmal sehr, sehr auffallend. Aber wir haben darüber gesprochen, welche Hebel haben die Policymaker, also was könnte man tatsächlich machen? Und ich glaube, wir haben am Ende des Seminars vielleicht 3 Hebel erkannt, die meines Erachtens auch auf alle Bildungsbereiche zu übertragen sind. Auf der einen Seite, das ist, wie Sie sagen, es geht um die Produktion von OER, also dass man irgendwie fördert, dass ein gewisser Satz an OER überhaupt existiert. Häufig ist es ja so, dass Länder, wenn sie über die Förderung von OER denken, die denken entweder als allererstes oder als zweiter Punkt, denken sie an der Einrichtung eines Plattforms, in die Idee, dass zumindest es gibt einen Ort, wo alles zu finden ist. Auch da haben wir gesagt, okay, das heißt, das wäre mindestens wenn wir diese OER haben und diese Plattform, dann haben wir quasi diese Potenziale in gewisser Weise. So, jetzt kommen wir aber zurück auf die Frage, okay, wie können wir aber die Praxis verändern? Und da haben wir verschiedene Ansätze gesehen. Auf der einen Seite, es geht darum, dass man versucht, auch ein Training anzubieten in den Niederlanden. Über ihre Plattform Wikivice haben sie Trainings angeboten für interessierte Leute.
Da haben sie aber gemerkt, da kommen aber nicht besonders viele. Dann haben sie im zweiten Jahr haben sie dann gesagt, okay, wir machen es anders. Wir machen, sie haben sie genannt Offline-Courses, also wir machen wirklich ganz traditionelle Seminare, wo wir versuchen, mehr zu erklären über, wie man auch OER entwickeln kann und wie man auch sie einsetzen kann. Aber die haben auch gesagt, was die wirklich erkannt haben, und das war eine Erkenntnis aus mehreren Ländern, das reicht eigentlich nicht, Kurse anzubieten, die einfach erklären, wie man OER verwendet. Weil, was passiert dann, ist, die Personen, die an diese Kursen teilgenommen haben, die gehen zurück zu ihrem Alltag und ihr Alltag hat sich nicht verändert, dann machen sie weiter wie vorher. Also man hat eher erkannt, dass es besser, wenn man ein allgemeineres Thema nimmt, zum Beispiel auch, wie kann man studienzentriertes Lernen anbieten. Und in diesem Kurs, dann erklärt man, welcher Beitrag hat OER dazu. Und sie haben gemeint, das ist etwas, was besser trägt, was wirklich die Praxis auch besser verändern kann. Ansonsten Informationskampagnen, die sind auch relativ einfach, aber das hilft ja auch, dass man einfach, dass viel mehr Leute wissen, dass es OER überhaupt gibt. Wir haben ja gesagt, also häufig ist es ja so, dass viele Leute, ohne das zu wissen, sozusagen OER selbst produzieren. Sie wissen aber auch nicht genug über die Lizenzen, über die Möglichkeiten, dass die dann auch wissen überhaupt, dass die das, was die jetzt haben, eigentlich wieder hochladen können. Andere Leute können das verwenden. Und der dritte Punkt, das dritte Erkenntnis, glaube ich, aus diesem Seminar war, dass wir wirklich, ich habe das bereits erwähnt, wir brauchen ein bisschen mehr Forschung, die besser versteht, wie OER eingesetzt werden, und vielleicht einfach nochmal auch noch breiter, wie Bildungsmaterialien verwendet werden, wie gute Bildungsmaterialien. Es ist schon so, dass wenn man mit sehr vielen Policymaker jetzt spricht über dieses Thema, da merkt man, sie sagen, also OER an sich oder offene Lizenzen, das interessiert ihnen auch nicht per se. Es können auch wirklich gute kommerzielle Produkte sein, wenn sie wirklich gut sind. Natürlich, dann kommt irgendwann mal die Frage des Geldes. Also wenn die kommerziellen Produkte sehr teuer sind, dann spricht das für OER. Aber man muss das immer in Kontext sehen. Bei meinen Recherchen vorab habe ich einen Punkt gefunden, würde ich gerne noch mal wissen, ob Sie das auch so kennen oder bestätigen können. Ist es richtig, dass wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen gar nicht einfach losgehen können und sagen können, ich produziere in meiner Dienstzeit etwas, was ich unter freier Lizenz veröffentliche? Das Schulterzucken gilt im Podcast nicht. Nein, das glaube ich nicht, dass das so ist. Also das sieht man ja allein schon daran, wie sehr das Thema Open Access in vielen Hochschulen mittlerweile Alltag ist. Es gibt Open Access Fonds an den Hochschulen. Es gibt da auch viel, sozusagen viel Verständigung zu. Ich glaube eher, das ist ein Zeichen dafür, dass es viel Rechtsunsicherheit gibt bei Lehrenden, was man darf und was man nicht darf. Und das gehört zu den großen Hemmnissen auch. Viele Hochschulen haben mittlerweile zentrale Serviceeinrichtungen, die im Bereich E-Learning und Lehre beraten und auch Fragen beantworten, aber das braucht es wahrscheinlich noch viel mehr Anlaufpunkte für Lehrende, die nämlich genau nicht wissen, was sie dürfen mit Materialien, was sie nicht dürfen, weil das ist ja auch bei offenen Bildungsmedien so, wenn ein Dozent so etwas vorhat, dann müsste er das von Beginn an, von der sozusagen ersten Folie, die er erstellt, sage ich mal, an wissen, dass er das vorhat, weil er muss bei allen Abbildungen, bei allen Materialien, die er einbindet, schauen, sind die unter freier Lizenz. Das heißt oftmals andersrum, wenn er sich dann später entscheidet, ach, das würde ich jetzt aber gerne frei zur Verfügung stellen, dann wird ihm das nämlich zum Verhängnis. Er kann es nämlich einfach gar nicht tun. Das heißt, es muss eine sehr gute Begleitung und Beratung durch zentrale Institutionen an den Hochschulen und in anderen Bildungseinrichtungen vorhanden sein, damit jemand, der möchte, überhaupt in diese Richtung gehen kann. Also viel Rechtsunsicherheit, auch beispielsweise um den Paragraphen 52a Urheberrecht, gibt es einfach ganz viel Unsicherheit und Unklarheit bei Lehrenden und
Andererseits ist das auch oftmals für viele ein Argument, dagegen zu sprechen, wenn man sagt, es ist doch so schwierig, so undurchschaubar und vieles nicht erlaubt. Das ist der falsche Reflex. Man muss dann einfach kompetente Personen haben, die einem den Rahmen aufzeigen und unterstützen. Mein Eindruck nach dem, was Sie beide jetzt so beschrieben haben, ist, dass die Hemmnisse eigentlich auch sozusagen der Weg sind, OER in die Breite zu bringen, indem man OER nicht als Ausgangspunkt nimmt, sondern als Antwort auf diese Fragen stellen, zum Beispiel Rechtsunsicherheit, zum Beispiel Arbeitsersparnis oder weiß gar nicht, ob es im Hochschulkontext auch so stark ist wie in der Schule, dass man einfach kostenlose Materialien finden und bearbeiten oder sowas auf eine Fortbildung schreibt. Ist wahrscheinlich deutlich attraktiver als OER kennenlernen und verstehen, als Überschrift drüber zu schreiben. Also wenn OER Teil der Antwort ist auf die Fragen und Bedürfnisse aus der Praxis, ist es wahrscheinlich vielversprechender. Also auch von Fortbildung ist das meine Erfahrung. Das ist auch wieder ein Punkt, den man gut übernehmen kann aus der Open Access Diskussion, die letztlich ja auch eine Konsequenz auf die Zeitschriftenkrise gewesen ist, nämlich die steigenden Preise von Fachpublikationen, dass dann sich da vieles gewandelt hat. Und ich denke, das ist auch übertragbar, dass man eben mit freien Bildungsmedien manche Dinge auch leichter hat, als man sie vielleicht mit lizenzpflichtigen oder eben urheberrechtlich geschützten Materialien hat. Natürlich andersrum, der Aufwand ist natürlich viel größer. Wenn ich jetzt jede Abbildung für einen Foliensatz und alle Medien, die ich einbinde in meine eigene Lehre, selbst gemacht haben muss, kann das natürlich auch ein erheblich größerer Aufwand sein. Wir haben bisher, und ich habe das insbesondere, glaube ich, immer ein bisschen über Klein-Klein gesprochen, also was macht der einzelne Hochschullehrer etc. Ich finde aber, es gibt vielleicht auch eine große Herausforderung, wo OER besonders hilfreich sein kann. Und das ist, wir haben ja eine sehr starke steigende Anzahl der Studierenden in Deutschland. Wir haben, was ich sehr begrüße, eine große Öffnung der Hochschulen auch. Das bedeutet aber vor allem im ersten Studienjahr, dass die Herausforderung, Herausforderung ist vielleicht höher, Studierende aus verschiedene Bildungsbiografien auch mitzunehmen und sie einzuführen in die Themen, die sie studieren wollen. Und ich denke, hier ist es so, dass man häufig bei Einführungsvorlesungen oder Einführungsseminare sie in der Vergangenheit sind solche Veranstaltungen von der Hochschullehrerschaft ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es natürlich für viele Hochschullehrer, die auch ihre Lehre mit Forschung verbinden wollen, nicht besonders interessant ist, quasi solche grundständige Studiengänge anzubieten oder grundständige Kurse. Da denke ich schon, dass man durchaus diese Vorteile von OER verwenden könnte, um in bestimmten Bereichen sehr fokussiert zu überlegen, was wäre jetzt wirklich innovative und sehr aktuelle Einführung in ein bestimmtes Thema. Man sieht das ein bisschen in USA. In USA denke ich mal, der Fokus bei OER ist insbesondere bei den Fächern, wo sie wissen, extrem viele Studierende in ganz USA müssen diese Kurse sowieso durchmachen. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass das Studium anders organisiert ist in USA, so dass dieses erste Jahr sowieso eine Art grundständiges Studium ist, um alle auf dem gleichen Niveau zu bringen. Diese Art von Herausforderung aber haben wir mittlerweile auch in Deutschland. Insofern, da denke ich, das wäre eher eine größere Aufgabe, die vielleicht auch nicht von einzelnen Hochschulen zu leisten ist, sondern wirklich auf eine höhere Ebene entwickelt werden sollte. Vielleicht von Fachexperten für bestimmte Disziplinen, sodass man wirklich überlegt, dass man solche Kurse entwickeln könnte. In bestimmten Fachbereichen ist es ja häufig auch so, dass sowas wie das grundständige Curriculum auch nicht so umstritten ist. Zum Beispiel Ingenieurwesen ist es häufig auch relativ klar, was alle machen sollen. Natürlich, häufig ist es ja so, wenn man eher in Richtung Geisteswissenschaften geht, da ist ja der ganze Stoff ist sehr stark auf Argumentation und Diskurs auch aufgebaut. Insofern ist es schwieriger, manchmal dann so einen allgemeinen Nenner zu finden, aber vielleicht könnte man es da auch finden.
Ja, da sehe ich, da gibt es auch genug allgemeine Nenner, also beispielsweise so etwas wie Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, Mathematik im Studium. Es gibt ganz viele Bereiche, wo sicherlich an allen Hochschulen in Deutschland das Gleiche unterrichtet wird. Und das sind sicherlich genau die unteren Semester. Da wäre es einmal interessant, ob man da nicht die Dinge schlauer machen kann, moderner machen kann, auch so Flipped Classroom-Konzepte beispielsweise umsetzt, anstatt überall die gleiche Lehrveranstaltung zu machen. Das wäre ein Ansatz. An der Stelle hätten frei zugängliche Bildungsmedien auch den Vorteil, dass schon sehr früh sichtbar ist, was einen erwartet in der Hochschule. Also in Niedersachsen ist das Thema der Öffnung der Hochschule, der offenen Hochschule ein großes Thema, auch andere Bildungsbiografien zu ermutigen, Personen mit anderen Bildungsbiografien zu ermutigen, noch ein Hochschulstudium aufzunehmen. Die wissen natürlich gar nicht, was sie erwartet an der Hochschule. Und da ist auch viel Potenzial drin, indem man einfach schon mal entweder das Studium vorbereitet, vorab einige Kurse besuchen kann, Materialien anschauen kann oder mindestens sieht, was auf einen zukommt und nicht erst dann vielleicht nach dem ersten Semester oder später feststellt, dass das nicht das Richtige ist. Also in den unteren Semestern in allgemeinen Themen, allgemeinen Fächern, allgemeinen Einführungen sind es ja oftmals, da sehe ich viel Potenzial. Sind das Ansätze, wo man relativ stark politisch rein muss? Also die Frage ist ja, inwiefern hat eine einzelne Hochschule Interesse, da so einen Umbau voranzutreiben? Also zum Beispiel einführende Kurse zu vereinheitlichen mit anderen Hochschulen, vielleicht sogar in anderen Bundesländern. Also vieles davon, was jetzt unter OER läuft, ist ja eigentlich gar nicht so neu. Also man könnte auch heute schon sagen, es ist für Hochschulen auch für Aspekte des Marketings und der Sichtbarkeit sinnvoll, wäre elektronische Lernmaterialien frei anzubieten. Viele machen das ja auch. Es ist immer so ein Changieren zwischen Lehrfreiheit und einer sozusagen einer politischen Steuerung. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist eher, wahrscheinlich müsste man bei OER schauen, es sind mehrere Aspekte, die transformativ wirken würden. Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch sogar, man muss es wahrscheinlich sogar in Fachdisziplinen und Fachkulturen unterschiedlich betrachten und kann jetzt nicht allgemein sagen, ja, die Politik sollte sich der Thematik annehmen und etwas machen, eine Förderlinie auflegen oder was auch immer. So einfach ist es nicht. So ist es bei Open Access nicht und so einfach ist es auch bei OER nicht. Also man muss wahrscheinlich schon differenzierter hinschauen und schauen, wo sind denn die Potenziale von OER, an welchen Stellen konkret, also welchen Fächern und an welchen Stellen des Studiums oder des lebenslangen Lernens. Ob das dann schon eine Dimension hat, dass die Politik sich das auf die Agenda nimmt, das ist schwer zu sagen. Sehen Sie Ansatzpunkte, wo man in Deutschland sagen würde, da gibt es Fächer oder Orte, wo das passiert? Also mir kamen als erstes eben die Fachhochschulverbünde in den Sinn und vielleicht, wie heißt das jetzt, der Verbund der Technischen Universitäten, TU 8 oder 9, wie viele sind es denn? TU 9, die sich zusammengeschlossen haben. Wären das so Keimzellen für solche Aktivitäten? Ich muss sagen, ich kenne mich zu wenig aus mit den Fernuniversitäten hier in Deutschland. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass die offene Universität in Großbritannien, die hat sich komplett neu belebt durch Fokus auf OER vor ungefähr 5 Jahren oder so. Das war so ein Punkt, das war auch so ein Zeitpunkt, wo man auch gefragt hat, wofür steht die offene Universität eigentlich, wenn es wirklich darum ging, die Universitäten zu öffnen für non-traditional students. Da sehen wir ja, alle Universitäten haben diesen Auftrag jetzt. Und insofern, die OER, die Open University in Großbritannien hat überlegt, okay, welche Kompetenz haben wir, die viele andere Universitäten nicht haben. Und die haben gedacht, okay, in bestimmte Bildungsbereiche haben wir Bildungsinhalte schon entwickelt, die sehr viele Studierende mit sehr unterschiedlichen Hintergründen auch sehr gut verwenden konnten. Sie haben diese dann auch veröffentlicht dann über offene Lizenzen. Und man weiß auch, dass
Universitäten in Großbritannien dieses Angebot, diese OER-Kurse zum Teil auch selber verwenden dann. Insofern ist es ein Potenzial auf jeden Fall für die Fernuniversitäten in Deutschland sowas zu machen. Und auf jeden Fall denke ich auch, wenn man überlegt, wie könnte man solche allgemeine Kurse entwickeln, die gegebenenfalls von mehreren Universitäten zu verwenden sind, dann muss man schon überlegen, gibt es irgendwelche Verbünde oder irgendwelche Initiativen, die Hochschulen zusammenbringen, um das zu entwickeln, weil ich glaube, es funktioniert auch nicht, dass man einfach sagt, die Politik entscheidet, es wird diese Kurse geben und die Universitäten sollen die übernehmen. Das machen sie nicht. Die sind auch autonom. Das ist auch nicht das Mandat von Bildungsministerien. Man kann aber indirekt diese Praxis fördern, indem man versucht, auch solche Inhalte an dritte Stelle sozusagen zu entwickeln. Und vielleicht versucht man dann durch bestimmte Initiativen, das attraktiv zu machen für die Universitäten, dieses Angebot anzunehmen. Also wir sind konkret dabei, in Niedersachsen etwas in diesem Themenfeld auszuprobieren. Wir haben ja die offene Hochschule in Niedersachsen, eine Servicestelle für die Hochschulen gemeinsam, die sich mit dem Thema der Öffnung der Hochschule und den Fragestellungen, die sich daraus ergeben, befasst. Und eine Aktivität dort, die vom Land gefördert wird, ist ein Kursportal der offenen Hochschule in Niedersachsen, wo ganz konkret ein Mathematikkurs als Online-Kurs angeboten wird, wo das wissenschaftliche Arbeiten als Online-Kurs angeboten wird. Und das sind letztlich auch so Versuchsballons, sage ich mal, um auszuloten, ob das ein Weg ist. Ich glaube, thematisch auf jeden Fall, Mathematik ist sicherlich ein Thema, das wissenschaftliche Arbeiten ist ein anderes, was sozusagen breit bearbeitet wird und auch wo es auch viele Schwierigkeiten gibt. Das kann man sicherlich tun. Der Versuch ist jetzt aber zu schauen, ob das Medium elektronische Online- oder Online-Kurse das Richtige ist für solche allgemeinen Qualifikationen. Oder ob die, also beispielsweise zum wissenschaftlichen Arbeiten, gibt es dann natürlich die Kritik auch, dass das so unterschiedlich ist in den Fachdisziplinen, dass man das nicht als einen Online-Kurs anbieten kann. Nur wenn man Materialien erstellen möchte, die nachgenutzt werden sollen, dann müssen sie ja ein bisschen allgemeiner sein. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Diskrepanz. Wir haben vor ein paar Jahren dann im E-Learning gedacht, wir könnten alles in kleine Häppchen zerlegen, möglichst granular den E-Learning-Content anbieten, dann wird er auch schon nachgenutzt. Das hat nicht funktioniert, weil natürlich Didaktik komplett verloren geht, wenn wir die Lehre zerhacken in kleine Teile. Das heißt, wir haben diesen Spagat aus didaktisch funktionierendem Lehr-Lern-Content und der Nachnutzbarkeit. Und das behakt sich ein bisschen gegenseitig. Es gab eine Umfrage in Großbritannien auch der Hochschullehrende mit der Frage, ob sie OER verwenden und warum sie bestimmte OER-Angebote verwenden. Und häufig haben sie gesagt, sie verwenden bestimmte Videos oder Animationen oder bestimmte Materialien, wo sie sagen, das wäre für sie persönlich zu aufwendig, das selbst zu entwickeln. Also insofern, ich glaube, dass es, wie Sie vorher gesagt haben, eigentlich geht es ja darum, man muss irgendwie so einen Grundsatz so entwickeln, aber eigentlich das Interessante ist, an der Universität selber oder an der Hochschule, es geht eigentlich darum, um die Diskussion um den Inhalt und wie die Inhalt interpretiert wird und wie man das verwendet. Aber der Inhalt selber muss nicht immer von der gleichen Person auch entwickelt werden. Und aber da braucht man vielleicht nochmal einen Fokus auf die Pädagogik in den Hochschulen. Und wir wissen, das ist auch ein Thema, weil es gibt auch manche Länder außerhalb Deutschlands, die sehr fokussiert haben darauf, Exzellenz in der Lehre auch zu fördern, bestimmte Kurse anzubieten. Und so weit sind wir in gewisser Weise hier in Deutschland nicht. Vor allem, ich denke, in den letzten Jahren hatten wir einen sehr großen Fokus auf Exzellenz in Forschung. Es gab ja eine kleine Initiative vom Stifterverband, die Exzellenz in der Lehre auch prämieren wollte. Aber man braucht mehr Fokus erstmal auf die ganze Frage der Pädagogik in der Lehre,
im Hochschulbereich. Und dann kann man versuchen, das anzuknüpfen mit dieser Frage, okay, muss wirklich alle Inhalte, die verwendet werden in den Hochschulen, müssen die wirklich in den Hochschulen selber entwickelt werden oder kann man sie von Dritten auch verwenden? Ich würde gerne einmal mit Ihnen die einzelnen Akteure und die Rahmen setzen, durchdeklinieren und Ihre Einschätzung bitten, was ist deren mögliches Gestaltungspotenzial für OER, sei es im Sinne von Förderung, sei es im Sinne von Hindernisse aus dem Weg kommen oder sei es auch einfach nur vielleicht im politisch Schwierigen sich einfach da rausnehmen und sagen, da bleibt dieser Akteur draußen. Fangen wir mal so von Hierarchien an. Dann lassen wir Europa nochmal aus, das nehmen wir nachher nochmal extra dazu. Nee, starten wir mit Europa. Dann haben wir die größte Einheit vielleicht als erstes. Welche Rolle spielt sowas wie eine europäische Initiative, die wir im Moment sehen, für OER tatsächlich für OER an Hochschulen in Deutschland? Ich weiß noch, Fred Mulder hat mal auf einem Vortrag vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren gesagt, er hat das Gefühl, in Deutschland will niemand das Geld. Okay, also um das andersherum zu sagen, also ich denke, das, was Sie meinen, ist ja diese Initiative von der EU, Opening Up Education, und das ist wirklich, finde ich, sehr interessant. Die haben auch tatsächlich viel Geld bereitgestellt für interessante Projekte. Häufig sind die Projekte ja international, also es müssen Akteure aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten an solche Initiativen. Die Initiativen sind per se interessant. Ich glaube, insbesondere aber sind solche Programme wie das der EU sehr interessant, weil sie zeigen, die EU nimmt in gewisser Weise Stellung und sagt, alles, was mit Open Education zu tun hat, ist auch ein Zukunftsthema. Es ist auch ein Thema, womit man sich befassen muss. Und es fördert in gewisser Weise schon die Debatte auch in der Politik auf Länderebene. Gleichzeitig unterstützt es bestimmte Projekte. Ich glaube, es gibt durchaus auch einige Projekte, die gefördert worden sind, die aus Deutschland kommen. Ich überlege, es gab ein Projekt, das hieß das ging um die Thematik Thematik, ob man das, was gelernt worden ist über OER, wirklich anerkennen konnte als Kreditpunkte in einem gängigen Hochschulkurs. Und da gab es, glaube ich, 2 oder 3 deutsche Universitäten, die dabei waren. Das war sehr interessant. Man konnte auch sehen, dass das ist auch, wenn es genau um dieses konkretes Thema geht, Kreditpunkte für etwas, was gelernt worden ist, außerhalb von der Universität, das ist problematisch. Es ist natürlich, wie Sie sagen, bei der Initiative die offene Hochschule. Es geht auch ein bisschen darum, dass man sagt, okay, vielleicht kann man auch das, was außerhalb der Universität gelernt worden ist, auch in gewisser Weise anerkennen. Also insofern glaube ich schon, dass die EU und natürlich auch die OECD da eine große Rolle spielen, indem sie in gewisser Weise die Debatte auch in eine gewisse Richtung schieben. Und da merkt man schon, dass die Politik dann schon erkennt, dass es irgendwie darauf reagieren muss. Ganz kurzer Exkurs vielleicht zu den Credit Points. Ist es richtig, die Hochschulen könnten eigentlich, oder? Es liegt im Ermessen der Hochschulen, was sie anerkennen und was nicht. Das ist nicht eine Frage von Rahmenbedingungen, dass man sagen würde, Politik müsste überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, dass zum Beispiel Kurse aus dem Angebot der offenen Hochschule oder auch sonst extern an geeignete Studienleistung anerkannt werden? Da ist ganz viel möglich, und wir haben eben in Niedersachsen mit der Servicestelle Offene Hochschule auch eine sozusagen eine Beratungsinstanz, die eben bei solchen Fragestellungen der gegenseitigen Anrechenbarkeit auch hilft. Das ist ja auch kein Problem, was jetzt explizit mit offenen oder elektronischen Lehr-Lernmaterialien zu tun hat, sondern ist etwas, was sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Und natürlich gibt es da auch Hemmnisse, und man muss schauen,
was lässt sich wo wie anrechnen, aber das ist jetzt eine Problematik, die nicht explizit mit elektronischen Lehr-Lernmaterialien zusammenhängt. Das heißt andersrum, das ist auch für elektronische Lehr-Lernmaterialien lösbar, ist nicht eines der großen Hemmnisse. Ich glaube aber, da zu dem Punkt zurück, große Initiative auf europäischer Ebene, wir sind noch in der Phase des Ausprobierens und des Entwickelns auch von Nachhaltigkeitskonzepten, von Geschäftsmodellen, von Szenarien, von didaktischen Konzepten. Und da sind diese Initiativen alle sehr wichtig, weil eben noch vieles ist auf der Phase oder in der Phase des Ausprobieren, Austarierens, was auf Deutschland übertragbar wäre und was nicht. Wir hatten ja eine große Diskussion in den letzten Jahren um das Schlagwort MOOCs, sage ich mal, und haben da alle Stufen eines Hype-Cycles durchlaufen, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich bei neuen Dingen immer so. Und nicht alles, was in einem Land, Amerika beispielsweise jetzt im OER-Bereich, gut funktioniert, ist so eins zu eins auf das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Und da sind natürlich Initiativen, Projekte und Maßnahmen sehr, sehr wichtig, um einfach zu schauen, was funktioniert hier und was funktioniert hier nicht. Täuscht der Eindruck oder haben wir in Deutschland den MOOC-Hype eigentlich relativ gut nachgemacht, vielleicht so eineinhalb Jahre versetzt, aber den OER-Hype-Cycle nicht, sind wir nicht drauf angesprungen? Ich weiß nicht genau, wann der OER-Hype gewesen ist. Also aber nehmen wir vielleicht Opening Up. Also die Opening Up-Initiative, ich glaube, das muss ja jetzt so anderthalb oder zwei Jahre her sein, als die gestartet ist, gab es eine Stellungnahme vom Bundesrat mit 8 Punkten. Die ersten 2 war, finden wir gut, haben wir schon immer gesagt. Die anderen 6 war, aber lasst uns damit in Ruhe. Also die war ja sehr defensiv. Ich persönlich finde diese Themenbereich Open Education irgendwie noch schwieriger einzudämmen, noch schwieriger zu definieren als OER, was ohnehin sehr schwierig ist, weil wir sprechen über OER, als ob das ein Gegenstand wäre, was es meistens nicht ist. Das ist quasi auch der Vorteil von OER, dass es auch ständig weiterentwickelt werden kann. Und insofern Open Education ist nochmal quasi noch um ein paar Dimensionen mehr komplexe in gewisser Weise. Insofern sind Projekte in dem Bereich schon interessant, weil da kann man sehen, okay, man befasst sich dann mit Open Education, man muss es ja konkretisieren für ein Projekt. Jetzt können wir sehen, was bedeutet das denn tatsächlich. Also ich finde schon richtig, das, was Fred Mulder erklärt hat, nämlich dass früher Open University hat ein gewisses Verständnis von Open, dass ja es ging ja im Prinzip einfach nur um eine Institution, die quasi keine Grenzen für den Hochschulzugang zulässt. Also alle können reingehen in die Hochschule. Es gibt keine Limitierung in dem Sinne. Und Open, was wir jetzt meinen, ist natürlich eigentlich eher komplizierter, weil es beschränkt sich gar nicht mehr auf eine Institution mehr, sondern eher um ein gewisses Prinzip. Es ist aber schwierig. Und wenn man, ich habe in meinem Projekt auch sehr viel auch mit Vertretern aus USA zu tun. Ich habe auch sehr guten Kontakt zu Cable Green aus Creative Commons. Und da kann man schon sehen, also vielleicht gibt es eine Art Dauerhype um OER, das stimmt. Man muss aber sehen, wenn Sie über OER sprechen, insbesondere in USA, das ist eigentlich eine Problematik, die wir nicht haben hier. Es geht um eine Problematik, dass sie haben Community Colleges. Community Colleges sind für Personen, die eine tertiäre Bildung machen wollen. Die kommen aber meistens nicht an die normale Universitäten. Also insofern diese Community Colleges spielen eine sehr wichtige Rolle. Entsprechend haben sie, weil es um dieses Klientel geht, meistens relativ niedrige Studiengebühren. Man hat aber festgestellt, die Studierenden zahlen mehr als $1,000 pro Jahr für die Lehrbücher. Und ich kann sagen, ein Projekt, das ich hier in Hannover betreue, wir befassen uns mit allen möglichen Aspekten des Studentenlebens in Europa.
Und ich habe auch nochmal recherchiert, wie viel Geld gibt der normale Student aus für Lehrmaterialien in europäischen Hochschulsystemen. Und es gibt wirklich kein System in Europa, wo ein Student so viel Geld ausgibt. Insofern in USA, es geht einmal darum, dass in den Community Colleges sehr viel fokussiert ist auf Lehrbücher und wiederum, dass diese Lehrbücher besonders teuer sind. Und insofern diese Hype haben wir ja nicht mitgemacht, weil das ist ein Thema, was für uns komplett irrelevant ist. Ausgangspunkt war die Frage nach den politischen Akteuren. Wir machen mal eine Ebene enger, der Bund. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, einen Landesvertreter zu fragen, was der Bund tun kann, aber ich wage es trotzdem mal. Also der BMBF ist ja nicht unbeteiligt, muss man auch sagen. Ja, ich denke auch deswegen ist es ein Thema auf Bundesebene, weil nämlich dieser Aspekt der Durchlässigkeit der Bildungslandschaft, das lebenslange Lernen, auch die berufliche Qualifikation einfach Fragestellungen sind, die auch im BMBF sehr, sehr groß auf der Agenda sind. Und in diesem Themenfeld sind auch freier zugängliche Bildungsmedien, sage ich mal, natürlich eine Säule. Deswegen ist es für den Bund derzeit ein Thema, mit den Ländern gemeinsam das zu schauen. Aber was vorhin auch gesagt wurde, derzeit ist natürlich der Fokus in der Hochschulentwicklung noch sehr, sehr stark auf Forschungsaspekten. Also die Bewertung von Professorinnen, Professoren, von Hochschulen im Vergleich zueinander erfolgt sehr, sehr stark über deren Forschungsreputation und deren Forschungsaktivitäten und noch sehr wenig über die Qualität der dort stattfindenden Lehre. Und das ist sicherlich eine der Schwierigkeiten. Und natürlich ist das auch auf Bundesebene natürlich dann die Forschungsfragen sehr, sehr dominant, auch bei Bund-Länder geförderten Initiativen. Ich denke aber, es kommt immer mehr und mehr auch ein Blick auf Qualität in der Lehre und dabei dann eben auch der Blick, dass auch der Einsatz elektronischer Lernmaterialien ein großer Baustein der Qualität der Lehre ist. Also, ja. Also ich habe auch gerade überlegt, wie könnte der Bund wirklich aktiv in diesem Bereich werden? Und wenn man zum Beispiel überlegt, wie Sie sagen, also häufig denkt man ja an die Forschungsexzellenzinitiative, aber es gab ja auch der Hochschulpakt. Und natürlich über solche Instrumente könnte der Bund Mittel zur Verfügung stellen und auch die Rahmenbedingungen in gewisser Weise verändern, indem es eine Übereinkunft zwischen Bund und Länder gibt, über wie man auch die Hochschullehre auch über solche Mechanismen wie der Hochschulpakt unterstützen kann. Also insofern, der Bund kann eine große Rolle spielen. Manchmal ist es so, dass, also ich kenne ein Beispiel auch wiederum aus USA, wo es eine Initiative gibt zwischen Bundesstaaten in USA. Diese Initiative, es heißt CK12, es geht darum, OER für den Sekundarbereich zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch 12 Bundesländer, die mitarbeiten an dieser Initiative. Da wurde explizit entschieden von den Bundesstaaten, die Bundesebene, die föderale Ebene nicht mit einzubeziehen, weil man gesagt hat, das gibt es dann eine andere Qualität. Da die hatten da für USA die Angst, dass dann die Politik zu sehr eine Rolle spielt. Insofern eventuell für manche Initiativen ist es schon besser, wenn man einfach überlegt, welche Ebene macht am meisten Sinn, damit der Fokus noch auf die Fachproblematik ist und nicht zu sehr auf diese politische Fragestellung. Ja, das passt zu dem Punkt, was ich vorhin sagte. Also wenn wir schauen, was können wir lernen aus der Diskussion um Open Access, dann ist es ja diese differenzierte Betrachtung von Fächern und Fachkulturen. Und das ist auch in der Lehre nötig. Das heißt,
es sind gar nicht unbedingt die Länder, sondern dann auch vielleicht Fachkulturen, die gemeinsam Konzepte entwickeln. Und sicherlich auch Unterschiede in Fachkulturen, wo der Einsatz mehr oder weniger sinnvoll ist. Und das könnte natürlich dann auch wieder etwas sein, wenn man jetzt den Aspekt lebenslanges Lernen mitdenkt, der auch auf Bundesebene wieder interessant ist, indem ja auch die Fachkulturen sozusagen länderübergreifend natürlich sind und an vielen Stellen auch sicherlich eine Kooperation in der Lehre in einzelnen Fächern auch länderübergreifend sehr, sehr sinnvoll wäre. Länderübergreifend oder bunt koordiniert? Ja. Naja, das ist natürlich dann genau ein schwieriges Themenfeld. Wir haben eben ein föderales System, aber so wie Forschung nicht an der Landesgrenze, Bundeslandgrenze aufhört, so ist das sicherlich in vielen Stellen auch bei der Lehre eigentlich so. Das ist natürlich eine schwierige Thematik, aber vielleicht kann auch OER helfen, an dieser Problematik weiterzukommen. Ich wollte sagen, also jetzt, wenn man überlegt, was wäre die nächste Ebene, das wäre die Hochschulebene und ich bin ein bisschen dagegen, einfach zu sagen, okay, also wenn OER wirklich interessant ist, dann findet sich dann die Praxis. Also ich finde, die Politik muss schon bestimmte Initiativen ergreifen, aber natürlich, also wir wollen eigentlich die Praxis in den Hochschulen verändern, weil das ist da, wo die Praxis stattfindet. Also man muss natürlich überlegen, wie kann man das wirklich attraktiv machen, auch für die Hochschulen. Hier ist es ja häufig so, dass wir auch durch die Hochschulfinanzierung und vor allem durch die Zielvereinbarung, die wir haben mit den Hochschulen, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, auch solche Instrumente auch zu verwenden, damit man es den Hochschulen wirklich attraktiv macht, auch in diesem Bereich aktiv zu sein. Weil Hochschulen haben ja eine schwierige Aufgabe, die haben eine gegebenenfalls zunehmende schwierige Aufgabe, indem man sagt, die Anzahl der Studierenden ist im großen Teil zumindest in vielen Bundesländern es wächst weiterhin. Auf der anderen Seite wissen wir, die öffentlichen Mittel wächst nicht entsprechend. Insofern ist es schon eine Problematik für die Hochschulen, mit diesem Geld effizient umzugehen. Und das Problem ist ja, wenn die Hochschulen das Gefühl haben, es wird vor allem Exzellenz in der Forschung prämiert und es ist ohnehin so, dass Hochschulen eher die Tendenz haben, zu fokussieren auf Forschungsexzellenz, dann wird sich die Praxis an den Hochschulen wahrscheinlich nicht verändern. Also diese Anreizsystem, mit dem müssen wir irgendwie auch spielen. Gibt es Vorbilder in den Bundesländern, also jetzt nicht ein Bundesland an sich, aber vielleicht Initiativen, wo man zum Beispiel sagen kann, sowas wie die Koordinierungsstelle in Niedersachsen oder ähnliche Sachen, wo man sagen würde, da kann man ruhig mal hingucken, da passiert schon was. Also so wie für den Bereich Schule wird ja immer im Bereich OER sehr gerne Berlin hochgehalten. Für Hochschule gibt es, glaube ich, nicht das Musterland, wo man sagt, guck mal, die gehen voran. Also ich würde bei dem Punkt Vorbilder eher schauen, was eben, wie gesagt, im Bereich Open Access passiert. Also wir haben in Niedersachsen in den Zielvereinbarungen, ich meine fast mit allen Hochschulen in den Zielvereinbarungen auch die Thematik Open Access drinstehen. Immer sozusagen, so wie es in Zielvereinbarungen formuliert ist, als sozusagen Unterstützung der Thematik, aber eben genau mit diesem Effekt, wie kann unterstützt werden, dass Prozesse angestoßen werden, die transformativ sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass man diese Debatte auch mit den Hochschulen beginnt für OER. Welche Aspekte könnte man dort unterstützen? Im E-Learning und OER ist ja letztlich ein Teil von E-Learning, ist mir sehr wichtig die hochschulübergreifende Kooperation, weil was ich eben sagte von den Fächerkulturen, ist es oftmals sinnvoller, mit einer anderen Hochschule zu kooperieren, die das gleiche Fach anbietet, als vielleicht innerhalb der Hochschule. Es ist auch manchmal viel leichter, verrückterweise ist es manchmal viel leichter, mit einem Kollegen an einer anderen Hochschule zu kooperieren, als mit dem Professor Tür an Tür. Das ist wohl so in Hochschulen. Das heißt, da könnte man sich spannende Kooperationen vorstellen und die Hochschulkooperation, da passiert sehr viel
viel in Niedersachsen, sehr viel eben in Austausch untereinander, auch gerade zu den Fragen und Problemen elektronischer Lern-Lernmaterialien. Also da denke ich, ist Kooperationsstrukturen in großen Bundesländern wie Niedersachsen sehr sinnvoll. Es gibt auch andere Bundesländer wie Bremen beispielsweise, die sehr zentral und sehr gut ihre Hochschullehrenden beraten, also das heißt Serviceeinrichtungen, Beratungsinstanzen haben. Das ist sehr unterschiedlich gestaltet in den Bundesländern, weil die Länder sehr unterschiedlich sind, die Hochschulen sehr unterschiedlich. Vieles hat auch historische Aspekte, das kann man schwer vergleichen. Man müsste dann eben große und kleine Bundesländer unterschiedlich vergleichen. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt sind eben Beratungs- und Servicestrukturen. Eine Initiative, die jetzt irgendwie besonders herausragt im Bereich OER, vermag ich jetzt gar nicht so zu nennen. Das sind ja auch oftmals Projekte eher, wo wir noch ja in der Phase sind, dass sich Geschäftsmodelle finden, dass auch die Nachhaltigkeit sozusagen oftmals ja noch eine offene Frage ist. Anfangs sagte ich Qualitätssicherung. Wie kann eine nachhaltige Qualitätssicherung aussehen? Da haben wir ja nach meinem Kenntnisstand noch nicht so viele Projekte, die da auch jetzt langfristig Lösungen entwickelt haben. Da sind wir noch recht am Anfang. Vielleicht wollte ich gerne auch die Thematik für der Nachhaltigkeit ein bisschen aufgreifen, weil tatsächlich denke ich auch, dass nicht nur in Deutschland, sondern allgemein sieht man, es gibt schon sehr interessante Projekte, sehr interessante Initiativen. Und häufig ist es so, dass solche Initiativen durch eine Anschubfinanzierung gefördert werden vom Staat. Die Problematik ist es immer, was passiert danach? Und tatsächlich, wenn wir ganz interessante Initiativen haben, dann müssen wir schon überlegen, wie können wir sie nachhaltig machen? Das ist nicht besonders einfach zu überlegen. Also manche Initiativen, die eher im Bereich Lehrbuch stattfinden. Das ist so, dass man so mit einem gewissen Freemium-Modell umgeht, so dass man geht davon aus, dass ein Teil der Nutzer das Buch tatsächlich kaufen und das bringt genügend Geld oder zum Teil es bringt einen gewissen Anteil zum neuen Budget, damit solche Initiativen weitergehen. Solche Initiativen aber findet man vor allem wirklich im Schulbereich, weil da ist die Nachfrage groß genug. Also das ist schon, finde ich, eine Problematik, die nicht besonders leicht zu lösen ist. Ja, da finde ich, lohnt der Blick auf Open-Source-Software, wo man aber ja genau natürlich diesen Effekt auch hat. Das heißt, die Open-Source-Projekte sind erfolgreich, wo man eine große Nutzerschaft hat. Und das ist natürlich dann im Bildungsbereich schwierig. Es muss eine gewisse kritische Menge geben an Nachnutzern und Interessierten, um die Qualitätssicherung, sagen wir mal, in so einem Crowdfunding oder so einem Weisheit der Community-Konzept zu fahren. Wenn man das nicht hat, dann muss man andere Konzepte entwickeln, wie man Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit realisieren kann. Und das sind natürlich dann Dinge, die auch wieder mit Kosten verbunden sind. Das ist aber, was man auch aus der Open Access Welt lernt. Das Publizieren ist nicht kostenlos geworden durch Open Access. Okay, ich würde gerne etwas sagen zur Nachhaltigkeit und weil es ist wirklich ein Problem häufig, dass Projekten, die gefördert werden vom Staat, häufig eine Anschubfinanzierung bekommen und da müssen sie einfach überlegen, wie sie nachhaltig weiterarbeiten. Und es ist schon interessant, dann in Südafrika mit einem Projekt Siavula, was die da gemacht haben, ist der Inhalt, also die Lehrbücher selber, sie bieten sie komplett kostenfrei an. Sie bieten aber darüber hinaus eben eine Dienstleistung an, wo es um Lernanalytics geht. Und bei dieser Analytics, es gibt nur einen bestimmten Markt dafür, das sind nicht die allgemeinen, das sind auch nicht die öffentlichen Schulen, sondern es ist eher die Privatschulen. Aber offensichtlich ist dieser Markt groß genug, um dass Siavula dadurch genug Geld bekommt, um
auch die Weiterentwicklung des Inhalts zu finanzieren, die dann wiederum aber dem gesamten Bildungssystem zur Verfügung steht. Ich, damit ich es verlinken kann, schreibe ich mir gleich einmal auf, wie es geschrieben wird, das Siavula-Projekt. Ich kann es nachher sagen. Okay, gut. Vielleicht auch nochmal zu fragen, wie man möglicherweise auch aus dem Software, aus dem Open-Source-Bereich Geschäftsmodelle übertragen könnte. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, also bei Open Source haben wir es ja sehr oft, dass kleine Unternehmen, Spin-offs auch oftmals sich auf der Basis von Open Source Software Geschäftsmodelle entwickeln und Dienstleistungen anbieten. Und ich denke, das ist auch gut übertragbar auf den OER-Bereich. Dass man einfach verschiedene Konzepte entwickelt, dann werden sicherlich nicht alle Dienstleistungen kostenfrei sein, aber sicherlich ist da viel Potenzial drin. Auch das natürlich wie bei Open Source eher für Themengebiete, die eine größere Verbreitung haben. Das ist dann sicherlich interessant, auch da nach Südafrika nochmal zu schauen, warum das da funktioniert, oder eben auch interessant zu entwickelnde Geschäftsmodelle. In welchen Bereichen kann das funktionieren? Also wo kann man eine Mischung finden aus kostenfrei angebotenen Materialien und Zusatzdiensten, die kostenpflichtig sind? Ich würde abschließend mit Ihnen gerne noch einmal eine Einschätzung durchgehen, was wären Prioritäten, wenn man jetzt Anfang 2015 mit einem begrenzten Budget natürlich überall, mit aber auch in einer ganz frühen Phase von OER das Thema voranbringen will. Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie empfehlen würden? Wir machen mal Politikberatung. Also was wir anfangs sagten, ich glaube, wir sind noch bei dem Thema in einer Phase, wo noch ganz viel vermittelt werden muss. Also vielen ist diese Begrifflichkeit noch nicht bekannt. Hochschullehrerinnen, die schon heute auf elektronische Lehr-Lernmaterialien setzen, ist es wahrscheinlich eher bekannt als eben in anderen Bereichen, wo man noch nicht so stark auf elektronische Lehre setzt. In den Universitätspräsidien vermute ich mal, ist das Thema noch nicht in der Weise bekannt, dass man also auch noch gar nicht dort schaut, wo sind denn Chancen und Potenziale von OER. Im nächsten Schritt muss man dann natürlich auch schauen, wenn man Potenziale und Chancen herausgearbeitet hat, wo sind die Hemmnisse, wo sind die Risiken, wo sind die Nachteile, wo besteht Nachsteuerungs- oder Steuerungsbedarf. Also ich denke, wir sind ganz stark noch in so einer Phase, wo wir einfach schauen müssen, welche Potenziale gibt es und einfach auch noch viel vermitteln müssen über diese Potenziale. Ja, also ich denke, hier haben wir wirklich eine Chance, auch aus der Erfahrung von anderen Ländern auch zu lernen. Ich denke, wir können vielleicht ähnlich vorgehen, wie wir hier in Deutschland auch gerade vorgehen mit der Frage der offenen Universität, also der Idee. Hier war es ja eine Idee der Politik. Wir müssen auch die Teilnahme an Hochschulbildung irgendwie erweitern. Wie können wir das machen? Wir fördern bestimmte Projekte, die wirklich interessante Ansätze haben. Gleichzeitig aber richten wir aber eine Zentralstelle ein, um das Ganze zu unterstützen. Insofern ähnlich kann ich mir vorstellen, dass man vorgehen würde mit OER. Ich denke, zwei Sachen müssten alle Projekte erfüllen, zwei Bedingungen müssen alle Projekte erfüllen, die auch gefördert werden sollen. Und die eine ist, die müssen wirklich auch selber auch begleichend forschen über die Effektivität ihrer Maßnahmen. Da könnte man auch, also ich glaube ähnlich wie diese offene Universitätsinitiative, man könnte auch begleichend dann so eine Art Meta-Evaluation gleichzeitig machen, weil wir müssen, wie ich eingangs sagte, viel mehr wissen über die Praxis und über die Problematik. Und das können wir wirklich nur machen, wenn wir wirklich die ganze Zeit versuchen, gleichzeitig zu forschen an einem Gebiet. Die andere Bedingung wäre, dass alle solche Projekte wirklich über die Nachhaltigkeit auch überlegen müssen. Es bringt uns nichts, wenn wir sehr interessante Projekte haben, die 3 Jahre lang gehen und dann hören sie auf. Und alle, die in dem Moment engagiert waren für OER, gehen gleich zum nächsten Thema. Also und vielleicht der andere Punkt,
Wir haben ja gesagt, OER ist besonders interessant, weil man es verbinden kann mit etwas. Das wäre vielleicht auch eine Idee für solche Projekte, dass die verbunden werden müssen mit den großen Herausforderungen, die wir gerade im Hochschulbereich haben. Das könnten ja verbunden werden mit den Fachbereichen, mit den STEM-Fachbereichen, wo man sagt, also da müssen wir System oder MINT? Ich verwechsel das immer zwischen Englisch und Deutsch. Mit den MINT-Fächern oder auch nochmal mit dieser Idee, dass also wenn man auch diese neue Studierende in die Hochschule bringen, dann wie kann man sie insbesondere im ersten Jahr besonders unterstützen? Insofern, wenn man solche Projekte verbindet mit den großen Herausforderungen, das ist vielleicht auch einmal interessanter für die Politik und für die Praxis, aber das sichert in gewisser Weise vielleicht auch die Nachhaltigkeit, weil diese Probleme gehen auch nicht sofort wieder weg. Haben Sie noch was auf Ihren Notizzetteln, was Sie sagen, das müsste in diesem Gespräch noch genannt werden? Ich deute es als nein. Gut, dann würde ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Arbeit. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.